Come on, Jesus. So gut, ey. Wenn er im Raum ist, passieren tolle Dinge. Lass mich vielleicht ganz kurz sagen, vielleicht fühlst du dich wie Johannes der Täufer, der seinen Durchbruch noch nicht hat. Dann hat es nichts mit deinem Wert zu tun oder mit dem, dass Gott dich weniger liebt, nur weil du deinen Durchbruch noch nicht empfangen hast. Amen, Noel. Eine stimmt mir zu. Ist mir mega wichtig, ansonsten machen wir die Liebe Gottes und den Wert, den er für uns am Kreuz bezahlt hat, von unserem Durchbruch oder von unserer Heilung oder von dem, wie Gott uns berühren muss, abhängig. Und das ist falsch. Ja, wie schon gestern Abend erzählt, wollte ich schon sagen, erklärt, Gott ist gut. Es ist sein Wesen, egal wie dein Umstand aussieht. Halleluja. Wir werden das Erzgebirge dazu bekommen, Amen zu sagen. Alles gut, alles gut. Praise God. Ah, ich bin so begeistert. Ihr Lieben, der Hunger, der hier im Raum ist und vor allem von den zwei Leuten, die jetzt, sag ich mal, hier im Rollstuhl sitzen, das bewegt mich so. Ich denke mir manchmal, wenn Leute im Rollstuhl zu mir kommen und sagen, hey, kannst du für mich beten? Eigentlich müsst ihr für mich beten, weil den Glauben, den ihr habt, den habt nicht mal ich. Ich habe es gestern schon zu jemandem gesagt. Es ist so, so bewegend, dass man selbst im Umstand an der Hauptsache, an Jesus festhält und dann darüber hinaus noch für andere glaubt, dass sie frei oder geheilt werden. Es begeistert mich. Es begeistert mich und es ist so ein Glauben. Und wir erwarten wirklich natürlich das, was ihr auf dem Herzen habt, dass ihr laufen werdet an diesem Wochenende. Und gleichzeitig möchte ich einfach zu uns sagen, die wir nicht im Rollstuhl sitzen, hey, können wir das auch erwarten? Können wir auch einen Glauben haben, der über unsere Umstände hinausgeht? Was traust du Gott zu? Wie groß darf dein Gott sein? Wir wollen ganz oft, oder ich hoffe mal, wir wollen es täglich, wir wollen übernatürliche Frucht in unserem Leben oder durch unser Leben sehen. Das Problem ist, wir können nicht übernatürliche Frucht erwarten, wenn wir auf irdische Dinge sehen. Versteht mich nicht falsch, wenn ich von himmlischen Dingen rede oder von diesem Königreich, in dessen wir versetzt sind, bedeutet es nicht, ich will so so im Himmel irgendwie abgedriftet sein, dass ich hier nichts mehr imstande bin, Gutes zu tun. Aber die Realität ist, ich bin verankert und ich bin platziert in einer anderen Welt. Und es gilt, diese Welt kennenzulernen, mit Gott zu erforschen, eine Offenbarung davon zu bekommen und die dann mit Hilfe vom Heiligen Geist hier auf der Erde zu etablieren. In meinem täglichen Wandel als Sohn und Tochter Gottes. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir tatsächlich realisieren würden, Gott ist mein Vater. Der König der Könige ist mein Vater. Meine Frau hat es mal so zu mir gesagt, beziehungsweise ich habe da auch ein prophetisches Wort bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir so wie mir. Ich kaufe ab und zu coole Dinge für mich selber. Wenn es ums Essen geht oder solche Sachen, die packst du dann in deinen Kühlschrank. Und wir haben so Freunde, die kommen immer dann, wenn es Essen gibt. Ich weiß nicht, ob du solche Freunde auch hast. Es ist wirklich auf Knopfdruck. Dann klingelt es und dann stehen die Leute da. Du kannst schon mit 100%iger Sicherheit sagen, das ist der und der. Wahrscheinlich hat er Hunger oder so.
Und ich habe mich ertappt irgendwann mal die coolen Sachen, aufgrund dessen, dass ich weiß, dass die Leute kommen wahrscheinlich, ein bisschen weiter hinten in den Kühlschrank reinzumachen. Weil wir wollen ja eine Kultur kreieren, wo Menschen der Familie zugehörig sind. Also Reich Gottes ist Familie. Und deswegen wollen wir natürlich, dass Leute auch bei uns zu Hause Familie finden und sich wohlfühlen. Und es bedeutet auch, ich gebe die Kontrolle ab, die Leute dürfen einfach zu meinem Kühlschrank gehen. Und deswegen habe ich natürlich die Sachen ein bisschen weiter hinten reingemacht, weil ich mich selber kenne, man greift eigentlich immer zu dem, was vorne steht. Und irgendwann sagt meine Frau zu mir, weil sie hat das beobachtet und ihr ist das aufgefallen, hat gesagt, hey, was machst denn du da? Glaubst du nicht, dass Gott dich versorgt? Das hat mich so getroffen, weil eigentlich das, was ich da gemacht habe, ist vielleicht witzig, aber eigentlich ist es ein Armutsgeist. Eigentlich ist es ein Sklavendenken. Ich denke, ich muss das Gute verstecken, weil es mir weggenommen wird. Und ich vertraue diesem guten Vater nicht, dass er, wenn ich gebe, noch mehr bekommt. Und dann kam dieses, praise God, ja, dann kam dieses prophetische Bild. Ich weiß nicht, wie manchmal, ich weiß nicht, der, wo das prophetische Bild mir gegeben hat, der musste wahrscheinlich auch denken, willst du das wirklich, dass ich sowas weitergebe? Also, und da kam quasi so ein junger Mann auf mich zu und der hat ein prophetisches Wort für mich weitergegeben. Und das Wort war einfach nur, ich sehe einen Kühlschrank. Ich sehe einen Kühlschrank, der kein Ende hat. Sagt es was für dich? So witzig ist manchmal Gott. Aber es hat so in mein Leben gesprochen. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat, als er das Wort gegeben hat. Aber ich dachte so, oh my goodness. Du kennst sogar die Sachen. Und ich möchte uns ermutigen. Was wäre, wenn wir diese Gewissheit hätten, dass Gott so sich um uns sorgt, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Sagst vielleicht, ja Steve, das ist in der heutigen Zeit Sorgen, das gehört ja dazu. Man muss sich ja irgendwo auch ein bisschen drum kümmern und Sorgen machen. Nee. Wenn du dich sorgst, nimmst du Gott seinen Job weg und er ist besser als du. Weil im Wort heißt es, dass er sich für dich sorgt. Er sorgt sich nicht im negativen Sinn über dich, aber er kümmert sich um all das, was du eigentlich brauchst. Das bedeutet es. Und wenn er sich darum kümmert, dann kann ich ganz entspannt sein, weil ich weiß, wenn er sich darum kümmert, er ist der beste Vater, den es gibt, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Und was wäre, wenn wir mit so einer Haltung der Welt begegnen würden? Wenn ihr eure Bibel dabei habt, in 1. Petrus, da steht genau das, dass Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Der Stolze sagt, er braucht Gott nicht, er schafft es alleine. Und deswegen muss Gott ihm widerstehen, er will das nicht. Er will eigentlich niemand widerstehen, aber jemand, der selbstgerecht ist und sagt, ich brauche Gott nicht, da ist keine Beziehung und aufgrund dessen entscheidest du dich dagegen, gegen diese Umarmung, die Jesus am Kreuz bezahlt hat.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine demütige Haltung haben und sagen, Jesus, ich brauche dich. Demut bedeutet nicht, von sich klein zu denken. Weil du bist nicht klein oder ein Wurm oder irgendwelche solche Dinge. Jesus sah den Wert hinter der Sünde und ist für dich gestorben. Demut bedeutet einfach nur, das ist meine Herzenseinstellung, ich brauche Gott. Ohne ihn bin ich verloren. Und das, alles gut mit dem Mikro? Und das ist meine Herzenseinstellung. Und was passiert, wenn Gott das sieht? Er gibt dir Gnade, er gibt dir Befähigung, so zu leben wie er. Ihr seid in 1. Petrus 2, oder? Bitte? 5,5 ist? Praise God. Guck mal. Du weißt ja gar nicht, wo ich hin wollte. Aber. Erster Petrus 5, Vers 5. Praise God, da steht's. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Lass mich ganz kurz was zum ersten Teil sagen. Unterordnung oder Ehren bedeutet nicht, ich laufe jemand stupide nach oder jemand hat die Kontrolle über mir. Ich glaube, dass im Himmel eine Kultur von Wertschätzung und Ehre ist. Und ich glaube, dass es diese Kultur auch wirklich ist, wenn wir die hier auf der Erde leben, dass sie Zeichen und Wunder regelrecht anzieht. Aber in der Kultur der Ehre, das hat nichts mit Anbetung zu tun. Weil nur Gott gebührt die Anbetung. Aber ich kann das wertschätzen, was Gott für was Gott einen Preis bezahlt hat. Und es war dein Leben. Und wenn du dann noch sagst, ich will ein Botschafter sein, ich will mich gebrauchen lassen, dann kann ich auch das ehren, dass du den Preis bezahlst, dass Gottes Fülle, dass seine Salbung auf deinem Leben ist. Und auch das kann ich ehren. Und was passiert? Ehre ist wie so ein Textmarker. Dass du streichst, also so bin zumindest ich, wenn ich ein Buch lese, dann streiche ich das an, was ich cool finde und nicht das, was blöd ist. Und so eigentlich sollte eine Kultur von Ehre unter uns herrschen, dass wir, wenn wir einen anderen sehen, wir das Gold, das Gute in jemand hervorholen. Dass wir das sehen und das ehren, das wertschätzen. Weil was passiert? Ich hole das hervor und ehre das und es nimmt zu. Da kann dein Leben fließen. Und ich glaube, das ist mit da mitgedacht. Und dann heißt es da, er widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und jetzt lesen wir einfach mal weiter. Weil manchmal ist es einfach gut, weiterzulesen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt sich für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn ich das lese, dann lese ich aber auch gleichzeitig das, was nicht da steht. Der Teufel geht umher und will versuchen, Leute zu verschlingen. Das bedeutet auf der Gegenseite, es gibt auch Leute, die er nicht hat. Die er nicht verschlingen kann. Und wir sind hier immer noch im Kontext von Stolz, Demut, Sorgen, Nichtsorgen, okay? Also im Kontext kann der Teufel Leute erhaschen oder verschlingen, die sich sorgen.
Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade, aber der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus berufen hat, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf einen festen Grund stellen. Wer ist der feste Grund? Jesus. Ich glaube, ein Schlüssel, um einen übernatürlichen Lebensstil zu haben, ist, dass wir uns keine Sorgen machen. Weil wir vergeuden unsere Zeit. Sich Sorgen zu machen, ist wie auf dem Schaukelstuhl zu sitzen und denken, vorwärts zu kommen. Sich zu sorgen, ist wie wenn du gegen Gott wettest. Du rechnest gar nicht mit seinem übernatürlichen Wesen. Deswegen machst du dir schon Gedanken, also negativ Gedanken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Perspektive des Himmels haben, weil dort gibt es keine hoffnungslose Situation. Ich meine, ich hätte es heute Morgen oder gestern gesagt, aber ich war noch nie in Gottes Gegenwart und bin hoffnungsloser wieder gegangen. Er ist ein Gott der Hoffnung. Und wenn ich mit ihm über meine Probleme rede, über meine Situationen, dann hat er die Antworten, dann hat er die Schlüssel. Und es ist so, so wichtig, dass wir diese Beziehung oder diesen Zugang oder dass wir das nützen, auch wenn es uns schlecht geht. Auch wenn wir nicht wissen, was passiert. Auch wenn Sorgen vielleicht kommen wollen. Aber ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. War bestimmt für irgendjemanden wichtig. Wir werden zu dem, was wir anschauen. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört, 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht in diesen Spiegel und werden verwandelt in seine Herrlichkeit. Wir sehen es ganz oft in der Bibel, dass das, was angeschaut wird, das, was fokussiert wird, das, was, sag ich mal, im Fokus ist, dass das zunimmt, dass das an Gewicht gewinnt, dass Dinge in das transformiert werden. Wir sehen es bei Jakob und diesen Schafen, wo Jakob die guten Schafe quasi, sag ich mal, die stärkeren, dass er da so Stecken in den Boden rammt. Und wenn diese Schafe, bevor sie sich gepaart haben, oder währenddessen, dass sie sich gepaart haben, haben sie die Stecken angeguckt und dann kam quasi das dabei raus. Kennt ihr die Geschichte? Nicht? Oh, wow, okay. Also, oh, wo soll ich denn da starten, ey? Also, vielleicht soll ich euch die Bibelstelle geben. Aber ich weiß es nicht auswendig. Irgendwo im Alten Testament. Vielleicht kann es irgendjemand für mich rausfinden kurz. Also, keine Ahnung. Irgendwo steht geschrieben, das hat auch schon mal Paulus gesagt. Von dem her, nehmen wir es einfach mal so. Aber es ist auf jeden Fall da drin, die Geschichte. So, Jakob, er arbeitet quasi für seine Frau, ja. Dass er sie mit nach Hause nehmen kann oder dass er sie, er bezahlt sie wie ab sozusagen. In der Kultur damals war das so. Und er war Schafhirte, beziehungsweise da gab es Schafe und als Jakob quasi
bevor er geht, macht er diesen Deal aus und sagt, sucht jetzt alle die Bibelstelle oder hört mir zu. Praise God. Es reicht, wenn einer die Bibelstelle sucht. Ich glaube an euch. sonst brauche ich nämlich nicht weiterzählen. Aber, genau, also dann gibt es quasi diese Szene, wo quasi Jakob diese himmlische Idee oder wie auch immer er auf die Idee kommt, dass er so Stecken nimmt und in diese Stecken so Kerben reinritzt. Und dann stellt er die quasi dahin an das Wasser, weil er weiß, dass am Wasser die Tiere sich paaren. Und immer wenn die starken Tiere gekommen ist, und weil er ja dazu, also weil er wusste, welches die starken Tiere waren, immer wenn die starken Tiere gekommen sind, die stärkeren, nicht die abgemagerten, schwachen, sondern die starken, okay? Immer wenn die gekommen sind, dann hat er die Stecken reingerammt und während der Paarung am Wasser haben die die Stecken angeguckt und das Krasse war, es gab nachher Kinder, die dann quasi nicht so ausgesehen haben wie der Stecken, aber halt, die hatten halt, sag ich mal, die Punkte oder sonst irgendwas, was die anderen nicht hatten. Und es hat sich unterschieden. Ihr müsst die Bibel lesen, Leute. 1. Mose 30, 41. Mensch, hast du das nicht früher? Nein, Spaß. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Lest es einfach mal, nehmt es mit heim. Es steht so ähnlich da drin. Was will ich damit sagen? Ich meine, es ist ja ist nichts Gewöhnliches. Es ist was Außergewöhnliches, dass die Tiere was anschauen und dann quasi das, was sie angeschaut haben, gebären. Und das ist eigentlich der ganze Punkt, worauf ich raus will. Was sich ja widerspiegelt in dem, dass wir was anschauen und auch zu dem werden. Aber ich finde es so anschaulich, dass die Tiere nicht einfach nur was angeschaut haben und dann das geboren haben, sondern in dieser Intimität ist was geboren. Und ich glaube, das ist das Wichtige auch, wenn wir transformiert werden wollen in das Bild Jesu, dass es nicht einfach so kommt und, ja okay, guck jetzt meine Bibel lang genug an und ich hoffe mal, dass ich dann aussehe wie Jesus, sondern es geht um diese Intimität. Es geht um diese Beziehung und aus der Beziehung, indem ich in der Beziehung Jesus anschaue, werde ich zu ihm. Ist es nicht interessant, dass ganz viele Studien und auch, es gibt auch so ein paar TV-Shows, würde ich schon sagen, ja, so Fernsehsendungen, die haben schon solche Tests gemacht, dass sie Paare, die über Jahre verheiratet waren, quasi platziert haben im Einkaufszentrum und dann haben sie Testpersonen rausgesucht, die mussten erraten, welche Personen zusammengehören. Und das Interessante war, zu 95% haben die Leute, die richtigen Leute zusammengeführt. Warum? Weil wenn du lange Zeit zusammen bist, du ähnelst dir. Das sagt zumindest das die Studie. Sagst du vielleicht, praise God, dass es nicht bei mir so ist? Keine Ahnung, nein. Aber der Punkt ist, hey, was passiert? Such dir einen Partner aus, der hat guten Spaß. So, dass, wie du aussehen willst, nicht Spaß. okay. Können wir, lass mich so sagen, glauben wir wirklich daran, dass wenn wir uns mit Gott treffen, dass wir verändert rauskommen? Jedes Mal. Und ich will, vielleicht lass mich noch ganz kurz sagen, die Bibel ist nicht Teil von der Dreieinigkeit. Als der Teufel die Heilige Schrift zitiert hat, war sie nicht mehr heilig. Das hier ist nur ein Buch, wo viele Kriege, wo viele Dinge
deswegen passiert sind, weil sie falsch interpretiert wurden. Das hier sind nur viele Buchstaben, wenn du sie nicht mit dem Heiligen Geist liest und wenn er dir nicht Jesus da drin offenbart. Ich will nicht sagen, dass es keine Kraft hat, dass Leute das nicht lesen können und Jesus da drin erleben, trotz allem. Aber ich glaube, dann haben die, glaube ich, das richtige Herz irgendwo. Ansonsten ist Buchstabe. Und der Buchstabe tötet. Aber der Geist macht lebendig. Und es ist wichtig, und versteht mich nicht falsch, ich lese meine Bibel jeden Tag oder fast jeden Tag. Ich will da drin sein, weil ich glaube, das offenbart Jesus. Es ist ein Zugang. Aber gleichzeitig weiß ich, ich will nicht nur vom Buchstaben leben oder vom Logos, vom geschriebenen Wort. Ich will vom Rhema-Wort leben, von diesem täglichen, frisch ausgesprochenen Wort, das Jesus zu mir redet in meiner Beziehung zu ihm. Versteht, also ihr müsst mich richtig verstehen. Steve Junkie liebt die Bibel. Aber ich glaube, es gibt noch was Höheres wie die Bibel. Und es ist Gottes frisch gesprochenes Wort, das immer mit dem übereinstimmt. Ganz wichtig. Als Jesus gesagt hat, er ist das Brot des Lebens, praise God, wir haben ja hier auch schon ein bisschen Brot gegessen, aber wir als Schwaben, wir lieben ein richtiges Vesper. Wir haben was erkannt. Johannes 6, da sagt Jesus, ich bin das wahre Brot. Und was er eigentlich sagt, ist, er hat ja da mit vielen Leuten geredet, die so trainiert waren im Wort Gottes. Du konntest zwei, drei Verse oder zwei, drei Worte aus einem bestimmten Buch zitieren und die wussten, welches Kapitel und das komplette Ding konnten die dir aufsagen. Die waren trainiert da drin. Die Pharisäer. Und zu denen redet Jesus. Ich bin das wahre Brot. In anderen Worten, ich bin eigentlich das Manna, also das übernatürliche Essen, das die damals in der Wüste jeden Tag hatten. Ich bin's und ihr seht's nicht, weil ihr so verblendet seid mit eurem Wissen, dass ihr mich nicht erkennt, nur weil ihr denkt, der Messias müsste anders kommen. Und ich habe für mich entschieden, ich will nie so, ich sage Ihnen das positiv, ich will nie so in einer Box leben, wo ich denke, von meiner eigenen Offenbarung aus, so müsste Gott sein, dass wenn er kommt, ich ihn nicht erkenne, nur weil ich nicht weiß, wer er ist. So, ich will mein kindliches Herz bewahren. Wie ich heute Morgen gesagt habe, mit den Scheinen. Dass wenn er redet, ich erkenne, es ist Jesus, obwohl ich vielleicht nicht weiß gerade. Oder vielleicht die Manifestation von ihm nicht zuordnen kann. Maria am Grab ist dem Gärtner begegnet. Sie hat Jesus nicht erkannt, aber als er zu ihr geredet hat, wusste sie, dass Jesus ist. Interessant, dass Jesus als Gärtner auftaucht. Die Menschheit wurde geschaffen in einem Garten, oder? Eden. Das bedeutet Wonne. Freude, ein Garten von Wonne und Freude. Und jetzt stirbt Jesus und taucht als allererstes als Gärtner auf. Ich glaube, das ist kein Zufall. Warum? Hohes Lied 5, Vers 1. Gott wandelt jetzt wieder in seinem Garten und du bist jetzt sein Garten. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott wandelt jetzt in dir und durch dich. Und der Auftrag, den Garten auszubreiten, hat sich nicht verändert, weil er jetzt durch ganz viele Gärten das Königreich ausbreitet. Trinken wir mal auf das. Praise God.
Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du beherbergst Gott. Oh mein Gott, so Sachen, die faszinieren mich. Du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Eigentlich könnten wir wirklich zufrieden sein. Was brauchen wir denn mehr? Gestern hat mich jemand gefragt, wie kann ich das wirklich umsetzen an meinem Arbeitsplatz? Weil ich will kühn über Jesus reden, aber ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Und ich möchte ganz kurz ein bisschen darüber reden, weil ich davon überzeugt bin, es geht auf der einen Seite, ja, wir dürfen kühn und mutig für das einstehen, was Gott uns verheißen hat und was unser Auftrag ist. Aber auf der anderen Seite, lass uns nicht dumm sein. Ich möchte es uns ein bisschen erklären mit zwei Dingen. Schikababa. Die erste Person, die im alten Bund mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, war dieser Handwerksmann, wie spricht man den nochmal aus? Belsalel, also sorry, wer so, keine Ahnung. Manchmal denke ich in der Bibel, du liebe Zeit, hey, wer hat dich inspiriert, deinem Kind so einen Namen zu geben? Aber ist okay. Aber, ja. Ich weiß, wie ich euch ab und zu immer wieder zurückbringe. Praise God. Halle. Okay. So, das ist die erste Person, die bekleidet wurde mit dem Heiligen Geist im alten Bund, war dieser Belsael. Und er wurde vom Heiligen Geist, also die Fülle des Geistes ist ausgegossen worden von ihm. Und er wurde gebraucht vom Heiligen Geist für Weisheit, um quasi das, wo seine Arbeit, sage ich mal, königlich repräsentativ zu tun. So, die erste Ausgießung des Geistes, in Anführungszeichen, über diese Person war für Weisheit. Die zweite Ausgießung des Geistes, wissen wir alle, Apostelgeschichte, der Geist kommt mit Kraft. Und dass ihr meine Zeugen sind. Okay, braucht ihr da auch eine Bibelstelle? Apostelgeschichte 1, Vers 8, die habe ich. Praise God. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und ich glaube wirklich, dass durch diese zwei Ausgießungen wir einen Schlüssel bekommen. Und ich will es mal so definieren, ich habe hier einen Ring, praise God, als ich hierher gefahren bin, ist der wieder aufgetaucht. Der war, glaube ich, 6 Monate jetzt verschollen. Ich habe gebetet, gefastet habe ich, glaube ich, nicht, aber ich habe viel gebetet, dass der Ring wieder auftaucht. Ich wollte mir schon ein paar Mal, habe ich echt überlegt, einen neuen zu kaufen. Es gibt so ein paar coole Zeugnisse, die habe ich mir angehört und ich habe einfach gesagt, hey Gott, wenn du es für die machen kannst, dann kannst du auch für mich machen. Da hat mal jemand ein Taschenmesser verloren. Ja, wirklich was Wichtiges. Und sein Taschenmesser war weg und er hat gesagt, hey, ich will mein Taschenmesser wieder, Jesus. Und er läuft ins Hotel rein und als er ins Hotel reinläuft, fliegt das Taschenmesser in der Luft aufs Bett. Was ich von der Story mitgenommen habe, ich will mein Ding wieder. Also, das habe ich auch mehrmals gemacht mit meinem Ring,
Hat eine Weile gebraucht leider. Aber als ich hierher gefahren bin, ist er wieder aufgetaucht. Praise God. Und ich will das einfach mal so benutzen, dass ich glaube, dass Weisheit und Kraft zwei Dinge sind, die zusammengehören. Und so wie dieser Ring so eine, also einmal drumherum geht, ich bin jetzt kein Schmuckverkäufer oder sonst irgendwas, vergebt mir. Also die Fassung hat, so das, ich glaube, die Fassung des Rings ist Weisheit. Und die Kraft ist quasi, wo der Stein drin hängt. Also das ist der Stein. Und ich glaube, so wie die zwei Sachen zusammengehören, so will Gott, dass wir in Weisheit und Kraft unterwegs sind. Und ich möchte es ganz kurz uns noch weitergeben. Also die erste Ausgießung Weisheit, die andere Ausgießung Kraft, okay? Und dann sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 13, ihr seid Salz für die Welt. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft gewinnen? Es ist nutzlos und wird weggeworfen. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf. Wow. Also nochmal. Ihr seid das Salz der Welt. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Das Interessante ist, dass das Wort fade dumm bedeutet. Also Salz, das ist nicht mehr fades Salz, ist dumm. Was ist normales Salz? Salzig, praise God. Ja. Nee. Wenn fades Salz dumm ist, was ist dann normales Salz? Schlau. Weisheit. Also das fade Salz, das dumme Salz, es ist nutzlos und wird weggeworfen. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ich glaube daran, dass wir nicht fades Salz sein sollen. Dass wir nicht dumm sein sollen. Sondern dass wir in dieser Weisheit Gottes ihn repräsentieren an unserem Arbeitsplatz. Das Königreich demonstrieren sollten. Und wie sieht es aus? Sieht es immer so aus, ja, Shandarabasanda, wir gehen da drauf los auf das Problem oder sonst irgendwas? Kann sein. Muss aber nicht sein. Heißt es dann, dass ich nicht mutig bin? Nee. Ich möchte euch ein bisschen helfen. Weil ich glaube, wir haben manchmal so eine falsche Vorstellung, Zeugen Gottes zu sein. Und dann verlieren wir unseren Job oder solche Dinge. Und versteht mich nicht falsch, wenn du deinen Job für Gott verlierst, hat er einen besseren. Aber ich glaube, wir sollten auch nicht dumm sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir richtig unterwegs sind. Dass wir wissen, okay, wann ist es dran, in Weisheit unterwegs zu sein? Und Weisheit ist nicht automatisch kraftlos. Weil wenn ich eine göttliche Idee habe in meinem Setting, wo ich mit Mitarbeitern unterwegs bin, dann habe ich automatisch die Aufmerksamkeit von allen. Wisst ihr, woher man weiß, dass es eine göttliche Idee ist? Wenn deine Kollegen erzählen, das wäre ihre Idee. Ich bin mal von einer Arbeitsstelle nach Hause gekommen und war dort mit einem Kollegen. Und auf der Arbeitsstelle hatte ich eine Idee, die war so schnell da und so schnell auch wieder weg. Und ich habe sie mit meinem Arbeitskollegen geteilt und es hat unserem Chef 1,5 Tage Arbeit erspart. Also viel Geld. Und wir sind zu Hause, wir sind wieder bei unserem Chef im Büro dann gewesen und der Chef, was macht ihr schon da und so, seid ihr schon fertig und so. Und dann
fängt auf einmal voller Kühnheit meinen Kollegen an zu erzählen, was für eine geniale Idee er hatte. Ich dachte mir so, wow, come on. Das war echt eine göttliche Idee wahrscheinlich. Sonst hätte er die nie für sich selber benutzt. Das Geniale ist, wenn solche Dinge passieren, hast du automatisch auf einmal Freiraum, das Evangelium zu erklären oder von Jesus zu erzählen. Automatisch. Weil die Welt es will. Sie will gut dastehen vor ihrem Chef. Sie will die Lorbeeren ernten. Und was passiert, wenn du eine göttliche Idee hast? Wisst ihr, mir war das in dem Moment egal, ob der sie jetzt klaut oder wie auch immer. Ich dachte mir nur so, wow, come on. So Weisheit. Weisheit und Kraft. Und dann, wenn man weiterlesen in Matthäus 12, da gibt es dann diese berühmt-berüchtigte Stelle, wo Jesus jemand heilt, befreit und dann ein paar Leute aufstehen und sagen, hey, wir brauchen ein Zeichen von dir, dass du auch Gottes Sohn bist. Also jede Heilung ist ein Zeichen für eine übernatürliche Realität. Und Matthäus 12, da heißt es dann, diese verdorbene Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt nach einem Zeichen, antwortete Jesus. Doch es wird ihnen keins gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Im Gericht werden die Männer von Ninive auftreten und diese Generation schuldig sprechen. Denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas Predigt hin geändert. Und hier steht einer, der bedeutender ist als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie wird uns sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Salomo. So, Jesus gibt hier 2 Passagen weiter. Aufgrund dessen, dass die Leute um ihn herum ein Zeichen gefordert hat, obwohl er ständig Gott demonstriert hat. Und er sagt, hey, euch wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen von Jona. Jona war jemand, kennt ihr die Geschichte? Ansonsten steht auch irgendwo hier drin. Nein, Spaß. Jona war jemand, der Gott ungehorsam war. Gott sendete ihn nach Ninive, ja, zu einem Ort, der ziemlich, sag ich mal, nicht göttlich unterwegs war. Sehr viel Sünde. Und Gott sendet ihn dahin, aber er will nicht. Und dann geht er mit dem Schiff in die andere Richtung. Und währenddessen, dass er auf dem Schiff ist, passiert ein Sturm. Und der Sturm wird so heftig, dass die alles Mögliche über Bord werfen und am Schluss Jona realisiert, hey, okay, wir sterben wahrscheinlich alle. Ich gehe. Das ist meine Schuld, sorry Leute. Und dann springt er über Bord. Sturm stillt sich. Und dann kommt der große Fisch. Ja, alle, viele von euch kennen das aus der Kindergeschichte und so. Kinderstunde, ja, so. Der große Fisch bringt ihn dann zurück ans Land. Jona geht nach Ninive, predigt das, was er von Gott hört. Eine ganze Stadt bekehrt sich, in Anführungszeichen, wendet sich zu Gott. Eine ganze Stadt. Transformation von der Stadt.
Im selben Atemzug sagt Jesus, wird die Königin des Südens zu dem Gericht kommen. Die Königin des Südens, die war so angetan von Salomons Weisheit, dass sie gekommen ist und gesagt hat, hey, krass. Ich sehe Gottes Gegenwart, ich sehe seine Herrlichkeit. Wow, das war allein wie ihr, wie die Diener gekleidet sind und wie das Besteck liegt, muss davon zeugen, dass ihr einem großen Gott dient. So die zwei Sachen ist das Zeichen. Das eine, dieses Zeichen von Jona, natürlich können wir da rein interpretieren, oder hat Jesus auch mit unter anderem von seinem Tod geredet. Ja, er stirbt 3 Tage im Totenreich und dann steht er wieder auf. Aber was hat Jona gemacht? Er hat das Evangelium gepredigt, als er dann mal dort war in Ninive. Und das hat eine ganze Stadt transformiert. Und die Königin des Südens kam wegen der Weisheit und hat Gott da drinnen gesehen. So, ich glaube, Gott gibt uns wirklich einen Schlüssel, in Weisheit und in Kraft unterwegs zu sein, um ganze Städte transformiert zu sehen. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, wenn ich mich Gott ausliefer, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, er hat die Schlüssel zur Weisheit. Er ist die Weisheit, die personifizierte Weisheit. Und je mehr ich Zeit mit ihm verbringe, desto mehr Offenbarung bekomme ich. Desto mehr himmlische Ideen bekomme ich. Und auf der anderen Seite, Autorität habe ich aufgrund von meiner Sohn- und Tochterschaft und aufgrund von dessen, dass ich gesandt bin. Autorität habe ich aufgrund von meinem Auftrag. Aber diese Dynamiskraft, also wie es da eigentlich da drin heißt, ihr werdet Kraft empfangen, das ist Dynamitkraft, steht da eigentlich. Ihr werdet Dynamitkraft empfangen, das kommt, indem ich Gott begegne. Du hast Autorität, weil du ein Sohn und eine Tochter bist. Diese Dynamitkraft kommt aus der Beziehung. Es geht darum, Beziehung mit Jesus zu haben. Es geht darum, dass wir gebären, dass wir Dinge tun, nicht aufgrund von unserer eigenen Leistung. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, es geht nicht darum, dass wir die Besten wären. Also von mir aus, werd der Beste in deinem Gabentest. Aber das ändert nichts an Gottes Auftrag, der ist übernatürlich. Und für diesen übernatürlichen Auftrag brauchen wir ihn. Das Evangelium ist unmöglich. Aus eigener Kraft. Du kannst nicht Jesus leben aus eigener Kraft. Wir wollen diese Geist oder wir wollen diese Früchte bringen, von denen wir in der Bibel lesen, und wir ertappen uns immer wieder daran, dass wir selber versuchen, Frucht zu pressen. Ich habe noch nie da draußen irgendwo einen Baum gesehen, der sich angestrengt hat, Frucht zu bringen. Blub, blub. Aber so verhalten wir uns manchmal. Jetzt muss ich, du liebe Zeit, ich muss mehr heiliger werden. Ich muss mehr meine Bibel lesen. Ich versuche aus eigener Kraft, Frucht zu bringen. Frucht entsteht. Frucht entsteht einfach. Wenn der Baum an der Quelle oder, ja, wie es Psalm 1 heißt, dass wir am Wasser gepflanzt sind, dann ziehst du deine Nahrung und du bist einfach. Du bist und kannst aus diesem Sein, dass du bist, im Englischen wird man sagen, du bist, wie übersetzt man das? Ich sage es einfach mal in Englisch, vielleicht gibt es ja jemanden guten Übersetzer.
You are a human being before you are a human doing. Also, du bist... vergiss es. Keine Ahnung. Also, wir dürfen sein, bevor wir irgendwas leisten müssen. Du bist angenommen, bevor du in irgendeiner Art und Weise was leistest. Ich sage immer, wir werden die Welt nicht verändern, wenn wir auf dem Sofa sitzen bleiben, aber du bist trotzdem genauso geliebt, wenn du auf dem Sofa sitzt, wie jetzt da draußen rumrennst, um jedem von Jesus zu erzählen. Es ändert nichts an seiner Liebe zu mir. Egal wie viele Menschen ich zu ihm führe, egal wie viele Heilungen ich sehe, egal was ich Cooles mit ihm erlebe, es ändert nichts von seiner Liebe zu mir. Weil die ist bedingungslos. Und ich liebe dieses Wort bedingungslos im Deutschen. Da ist keine Bedingung dran geknüpft. Du bist geliebt. Und aus dieser Liebesbeziehung, aus dem, dass ich realisieren darf, wow, ich darf zuerst mal sein, ich darf zuerst mal ankommen. Und aus dieser Ruhe, aus diesem Frieden, ich muss nichts leisten, um dir zu gefallen. Will ich aber was tun? Ich will es weitergeben. Ich halte es gar nicht mehr aus, als von ihm zu erzählen. Mein ganzes... So gut ist Gott. Aber das müssen wir verstehen. Ansonsten wären Zeichen und Wunder was, wo wir denken, wir hätten unsere Beziehung mit Gott im Griff. Sie sind ein schönes Nebenprodukt, versteht mich nicht falsch. Es ist mega genial, Leute errettet und geheilt zu sehen. Aber es ändert nichts an meinem Wert. Menschen machen aus Menschen irgendwas. Aber Gott hat kein Ansehen der Person. Deswegen glaube ich, diese Dinge, die wir in der Kinderstunde lernen, die sind heute immer noch relevant. Auch wenn du denkst, du bist jetzt ein bisschen gereifter und schon weiter. Wenn wir nicht verstanden haben, dass wir bedingungslos geliebt sind, müssen wir eigentlich da zurück. Wenn wir immer noch Angst haben, von Jesus zu erzählen, dann haben wir Liebe nicht verstanden. Angst ist nicht in der Liebe. Das ist die Bibel. Das ist nicht Steve Junke. Bin froh, dass ich es nicht gesagt habe. Angst ist nicht in der Liebe. Oh my goodness, wow. Ich brauche keine Angst mehr haben, weil ich geliebt bin. Und diese Liebe umfasst alles. Versorgung. Umfasst alles, da ist alles drin. Und dann brauche ich mich nicht sorgen. Und wenn ich mich nicht sorgen muss, habe ich den Kopf frei. Um frei seine Hand und seine Füße zu sein. Ja, Steve, was ist, wenn nichts passiert? Das ist Gottes Problem. Ich bin nur der Botschafter, Repräsentant. Ich bin das Gefäß. Ich nehme nicht die Ehre, wenn was passiert. Ich kann nicht mal Kopfweh wegnehmen. Dann würde ich auch nicht hier hinstellen, ja klar, Steve Junker hat jemanden geheilt oder sonst irgendwas. Nee. Aber wenn ich nicht die Ehre nehme, wenn was passiert, dann muss ich auch nicht mit der Bürde leben, wenn nichts passiert. Die kann ich ihm auch geben.
Versteht mich nicht falsch, ich will nicht unbarmherzig klingen. Wenn wir für Leute beten und Dinge passieren nicht, dann bringt es mich auf meine Knie. Definitiv. Weil ich sehen will, was Jesus vorgelebt hat. Und er hat für alle gebetet und jeder wurde geheilt. Das ist mein Standard. Jesus hatte keine unbeantworteten Gebete. Und ich darf nicht erlauben, dass meine Erfahrung eine neue Theologie schreibt. Deswegen, wenn ich dann was nicht erlebe, dann beuge ich meine Knie und sage, ich verstehe es nicht. Du hast verheißen, aber ich weiß, dass du gut bist und dass die Verheißung heute immer noch gilt. Und ich will es erleben, ich will es sehen. Und ich will, bleib weiter dran. Wir reden ganz oft von einem übernatürlichen Lebensstil, weil es das am besten beschreibt. Aber eigentlich ist es ein normaler Lebensstil. Wir sagen manchmal übernatürlich, dann können wir es schön weit weg machen von uns. Aber Gott ist eigentlich nicht übernatürlich. Er ist normal. Er definiert normales Leben, für das eigentlich jeder bestimmt ist. Und deswegen hat eigentlich auch jeder eine Sehnsucht für das Übernatürliche, um mit Gott zu wandeln, wie im Garten Eden. Weil wir daraus geboren wurden. Also das ist unser Anfangspunkt. Mit Gott zu wandeln, mit Gott unterwegs zu sein. Und es gibt nichts Schöneres, als mit Gott unterwegs zu sein. Und ich bin ein Typ, ich stelle mir auch, wenn ich die Bibel lese, ganz oft Dinge bildlich vor. Wie muss das wohl gewesen sein? Und wenn ich dann auf der Straße oder sonst irgendwo unterwegs bin, Leute, ich bin ein ganz normaler Einkäufer oder sonst irgendwas, bei Aldi oder sonst irgendwas. Und da gibt es Menschen. Ich gehe nicht auf einen Outreach, schalt mal einen Outreach-Modus an und dann, zack, machen wir nachher wieder raus. Wir waren mal Teil von einem Werk, von einem Ministry für 2 Jahre. Und unser Leiter damals, der hat eine Geschichte mit seiner Tochter erlebt. Die hat mich verändert. Und da gab es auch so Wochenendseminare. Und nach dem Seminar Sonntagabends sind sie als Familie zu Hause hingesessen und sagt die Tochter zu ihrem Vater, oh, Vater, oh, Papa, wie auch immer, oh, was sagt ihr, Vati? Nee. Oh. Oh, Papa, endlich können wir wieder normal sein. Er hat gesagt, sein Hals ist doppelt so dick geworden. Was? Das hat was zu mir so geredet. Wir können so oft so eine christliche Maske tragen, wo wir versuchen, was zu sein, das wir gar nicht sind. Oder dann gehen wir auf einen Outreach und wir schalten das an, wir ziehen unser Lächeln auf. So, jetzt haben wir eine Mission für 30 Minuten. Vor 30 Minuten erzählen wir mal ein paar Leute von Jesus, wenn sie nicht wegrennen. Und danach schalten wir den Schalter wieder rum und denken, oh, praise God, endlich kann ich wieder normal sein. Jesus, wir lieben dich. Jemanden von Jesus erzählen, das sollte ein Überfluss von meiner Beziehung, von meinem Lobpreis sein.
Wir müssen, wenn es Anstrengung ist, tu liebe Zeit, dann kommen wir in Dinge rein, wo wir Leute versuchen, in den Himmel zu debattieren. Ich kann dir mal was sagen, wenn du versuchst, Leute in den Himmel zu debattieren, kommt irgendjemand, der klüger ist und holt sie wieder raus. Die brauchen eine Begegnung mit Gott. Die müssen der Liebe Gottes durch dich und mich begegnen. Und da ist in allererster Linie nicht wichtig, ob ich jetzt das perfekte Wort der Erkenntnis habe, richtig mein Gebet formuliere oder sonst was. Die Leute müssen einfach nur sich geliebt fühlen, wertgeschätzt fühlen, dass jemand ihnen zuhört. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leuten ich begegne im Supermarkt oder sonst irgendwas, sagen wir mal mit Fußproblemen oder so. Da brauchst du nicht mal ein Wort der Erkenntnis, du siehst, dass sie ein Problem haben. Die humpeln vielleicht oder sonst irgendwas. Und du sagst einfach, hey, Entschuldigung, was ist denn passiert, dass sie humpeln? Mir ist noch niemand in Deutschland begegnet, der nicht von seinem Problem gern erzählt. Ich denke mir manchmal, du liebe Zeit, also dachte ich jetzt, komm, also machen wir mal. Da wird dir alles Mögliche erzählt. Und was wichtig ist einfach, die brauchen mal jemanden, der zuhört. Der sich wirklich interessiert. Nicht irgendein Christ, der jetzt, sage ich mal, sagt, okay, du bist mein Opfer, dich haken wir ab, meine Gebetsliste oder sonst irgendwas. Nein. Und am Schluss kannst du einfach sagen, hey, wow, tut mir leid zu hören, hey. Ganz ehrlich, hey, ich glaube an Jesus, wir beten für Leute und die werden gesund. Ist okay, wenn ich ganz kurz für sie bete. Das Krasse ist tatsächlich, dass viele Leute denken, du betest dann daheim für die im Kämmerchen oder sonst irgendwas. Aber wenn du dann sagst, hey, ich kann ganz kurz für sie jetzt hier beten, wäre das ein Problem. Viele, viele. Es gibt immer Leute, die sagen, nee, okay. Wie gesagt, Ablehnung tut gut. Was will die Welt ablehnen, was vom Himmel angenommen ist? Okay, hey, Jesus liebt sie. Ich werde hier nicht so krass, also ein paar Storys, macht es nicht so wie ich. Auf jeden Fall. Aber wenn die Leute das erlauben, dann bete einfach ganz kurz. Wir müssen Gott nicht mehr überzeugen für das, wofür er seinen Sohn bezahlen lassen hat. Wir beten in der Autorität, Dinge passieren oder nicht passieren. Das, wisst ihr, wir haben manchmal Fragezeichen, dass Sachen auf der Straße passieren. Die Leute wussten nicht mal, also so weit sind wir leider noch nicht in Deutschland, vielleicht hier in Schneeberg, dass die Leute auf die Straße gehen, weil sie auf dich warten. Das hätten wir gern. Also es wäre wirklich cool, dass die Leute da draußen warten, dass ein paar Christen vorbeikommen, die endlich für sie beten und geheilt werden. Das wäre ein cooler Zustand. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Vielleicht hier, wer weiß. Aber weil wir so weit noch nicht sind, bedeutet es auch, die glauben nicht, dass sie heute geheilt werden. Und es nimmt dir den Druck. Okay, jetzt muss ich irgendwas produzieren, damit ihre Erwartung auch wirklich rauskommt. Die haben mit dir nicht mal gerechnet. Warum hast du dann schon den Druck, also alles easy peasy fertig geheilt zu machen? Sei doch einfach da. Lieb die Leute. Und wenn sie dann noch geheilt werden, was natürlich unsere Erwartung ist, praise God. Und dann können wir sie easy zum Herrn führen. Ich will euch den Druck nehmen. Hey, das ist so einfach, Christ zu sein. Lass Jesus leuchten. Sei begeistert von Gott. Und dann will die Welt, was wir haben.